Der internationale Flughafen Beirut Rafik Hariri ist der einzige in Betrieb befindliche Verkehrsflughafen im Libanon. Und als solcher wird er von einer Vielzahl von Reisenden aus der ganzen Welt täglich besucht werden. Unzählige Menschen passieren die Terminals und es werden Unmengen von Gepäckstücken und Paketen in jedes erdenkliche Land transportiert. Du kannst dir also vorstellen, dass die Sicherheit des Flughafens von größter Bedeutung ist. Aus diesem Grund patrouilliert die Polizei und privates Sicherheitspersonal überwacht das Kommen und Gehen. Aber es gibt eine Gruppe von relativ unscheinbaren Helden, die auf dem Flughafen arbeiten. Die Spürhunde. Diese Tiere sind darauf trainiert, verdächtige Pakete oder Gepäckstücke aufzuspüren, die verbotene Gegenstände enthalten. Dabei kann es sich um Drogen oder sogar um Geld handeln. Sie haben gelernt, wie man ein Gepäckstück richtig identifiziert und was zu tun ist, wenn sie eine Entdeckung machen. Ihre Polizeiführer kennen die Anzeichen genau. Wenn beispielsweise ein Spürhund seine Nase direkt auf ein Gepäckstück oder eine Person richtet, während er völlig ruhig sitzt, wissen sie, dass es überprüft werden muss. Es ist ein einfaches, aber effektives System. Bei einer Runde durch den Flughafen hat dieser Hund verschiedene Gepäckstücke geschnüffelt. Niemand schenkte ihm viel Aufmerksamkeit. Sie wussten, dass das niedliche Tier eine Aufgabe zu erfüllen hatte. So niedlich er auch war, sie wussten, dass sie ihn nicht anhalten und streicheln durften, weil sie ihn sonst bei seiner wichtigen Arbeit behindert hätten. Also schenkten die Leute dem Hundeführer höchstens ein flüchtiges Lächeln. Doch plötzlich zeigte der Hund an, dass er etwas in einem der Kartons gerochen hatte, der bereits eingecheckt worden war und nur auf dem Weg von einem Ziel zum nächsten durch den Flughafen war. Beim Blick auf den Versandkaufkleber sah der Polizist, dass das Paket von der Ukraine nach Beirut transportiert wurde. Offenbar war es schon einige Tage zuvor eingetroffen und wartete am Flughafen auf die Abholung. Der Spürhund saß regungslos da und starrte aufmerksam auf die Schachtel. Für den Polizeibeamten bestand kein Zweifel daran, dass sein Tier etwas höchst Ungewöhnliches und wahrscheinlich Illegales entdeckt hatte. Es war sehr selten, dass ein Spürhund etwas falsch identifizierte. Und er hatte noch nie erlebt, dass sein Hund fälschlicherweise eine Person oder ein Gepäckstück verdächtigt hätte. Der Hundeführer deutete an, dass der Hund näher herangehen könnte. Daraufhin hüpfte er auf die Box. Die Kiste selbst war ziemlich groß, etwa 3 Meter mal 1 Meter. Sie glich vielen anderen, die auf dem Flughafen herumstanden, sodass sie optisch keine Auffälligkeiten aufwies. Der einzige Unterschied, den der Polizeibeamte feststellen konnte, waren mehrere kleine, fast unmerkliche Löcher entlang der Kiste. Der Hund entdeckte sie sofort, setzte seine Nase direkt über eines der Löcher und schnüffelte aufmerksam. Dabei stieß er ein kleines Winseln aus. Diese Reaktion war definitiv ungewöhnlich. Der Spürhund hatte seinen Job viele Jahre gemacht und ein Winseln gehörte nicht zu seinem Reaktionsrepertoire. Es war klar, dass da etwas drin war, das ihn mehr interessierte als nur die üblichen Schmuggelwaren. Der Hundeführer runzelte die Stirn, während er die Schachtel von oben bis unten musterte. Was sollte er tun? Andere Polizeibeamte und Flughafenmitarbeiter versammelten sich nun um die Kiste, hoben sie vom Boden auf und legten sie vorsichtig auf einen Tisch. Die Beamten waren sich bewusst, dass darin auch Sprengstoff sein konnte, der bei einem Schlag ausgelöst werden könnte. Das Team ging sehr langsam und vorsichtig vor. Und sobald sie die Kiste abgesetzt hatten, riefen sie das Bombenkommando. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Schachtel Sprengstoff enthielt, war zwar gering, da sie beim Einchecken und Scannen am ukrainischen Flughafen zweifellos entdeckt worden wäre, aber sie gingen trotzdem kein Risiko ein. Alle verließen den Raum, aber der Spürhund schien es sehr eilig zu haben, wieder hereinzukommen. Es schien seltsam, dass der Hund so auf diese Kiste fixiert war. Aber trotzdem durfte niemand den Raum betreten, während die Bombenentschärfer ihre Arbeit machten. Während sie vor dem Gebäude warteten, winselte der Hund und lief umher, weil er hinein wollte. Der Hundeführer fand das seltsam, denn es war nicht typisch für ihn, sich so zu verhalten. Sie hatten viele Jahre zusammengearbeitet, aber noch nie hatte er sein Tier so aufgeregt gesehen. Das ließ bei den Beamten alle möglichen Alarmglocken schrillen. Was war so besonders oder seltsam an dieser Kiste? Was befand sich darin? Vorerst mussten sie warten. Zum Glück kam das Bombenkommando ruhig und gefasst aus dem Raum und informierten die anderen Beamten, dass die Kiste noch nicht geöffnet worden war, aber sie sicher waren, dass sich nichts Gefährliches darin befand. Zumindest kein Sprengstoff. Sie hatten die Box mit einem Metalldetektor untersucht und festgestellt, dass sich darin keine elektrischen Bauteile befanden. Das war eine große Erleichterung. Aber es stellte sich immer noch die Frage, was sich in der Box befand. Sie mussten entscheiden, was sie als nächstes tun wollten. Nach einiger Diskussion wurde beschlossen, die Kiste langsam und vorsichtig zu öffnen. Doch als sie die Kiste schließlich öffneten und einen Blick hineinwarfen, waren sie völlig verblüfft über das, was sie sahen. In all den Jahren, in denen der Beamte diesen Job gemacht hatte, hatte er viele Dinge gesehen. Drogen, Geld, Sprengstoff, Schmuggelwaren aller Art. Aber das hier hatte er noch nie gesehen. In der Kiste befanden sich 3 Tigerbabys, die im Sägemehl kauerten.
Sie waren unglaublich klein und sahen sehr dünn und schwach aus. Es war klar, dass sie litten und schon sehr lange in dieser Kiste gefangen waren. Kein Wunder, dass der Hund so sehr versucht hatte, zu ihnen durchzukommen. Sie waren verängstigt und rollten sich schweigend zusammen. Offensichtlich waren sie von all dem Licht und den neuen Menschen überrascht. Keiner wusste, wie lange sie schon in der Kiste waren. Aber es war klar, dass es eine ganze Weile her sein musste. Überall lagen Fäkalien herum, und das Sägemehl war mit Urin getränkt. Auch Parasiten und Würmer krabbelten in der Kiste herum. Es war ein Wunder, dass niemandem diese stinkende Kiste vorher aufgefallen war. Denn der Gestank war unerträglich, sobald man sie geöffnet hatte. Der Tierschutz wurde gerufen und die drei armen Tigerbabys wurden eingesammelt und zu einer Auffangstation gebracht, wo sie die nötige medizinische Versorgung erhielten. Obwohl es zunächst so aussah, als würden die armen Tiere ihre traumatische Tortur nicht überleben, war es ein kleines Wunder, dass sie es alle überstanden hatten. Die Tiger, zwei Mädchen und ein Junge, wurden Maya, Tanja und Anton genannt. Zum Glück wurden sie zusammengehalten und nicht getrennt. Die Polizei stellte fest, dass die Tigerbabys von einem Zoo in der Ukraine verkauft worden waren. Sie gehörten zu einem Wurf von 12 Jungtieren. Und obwohl es gut war, dass diese drei überlebt hatten, fand niemand heraus, was mit ihren Geschwistern geschehen war, die an andere Orte verfrachtet worden waren. Der Direktor des Zoos wurde verhaftet, angeklagt und zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Und das alles wegen eines Polizeispürhundes, der nur seinen Job gemacht hat und am Ende mit einer Menge Streicheleinheiten belohnt wurde. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein kleiner Junge war von Geburt an gelähmt. Eines Tages tat der Hund etwas Unglaubliches. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.